In dieser Ausblickfolge berichten wir euch über die neue Partnerschaft von World of Warships mit der High School Fleet oder besser bekannt unter HSF im Spiel. Ist das dritte Mal, glaube ich, inzwischen. Und ja, es kommt eine Harikaze und es werden auch wieder neue Permanentarnung etc. dabei sein. Alles hier in diesem Video. Aloha Seekräuter, aloha Wohnzimmerkapitäne, herzlich willkommen zu dieser Ausblickfolge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir wollen euch einmal zu der neuen Partnerschaft mit der High School Fleet hier die Informationen liefern, die World of Warships vor kurzem dazu zur Verfügung gestellt hat. Das erste, was ich gleich sagen möchte, ist, achtet bitte darauf, ja, HSF Harikaze hat nichts zu tun mit der ursprünglichen Harikaze. War ja auch ein Kagero-Rumpf, aber eben mit der Möglichkeit, die ganzen Module zu wechseln, also die Geschütze, größere, kleinere Geschütze und so weiter und so fort. Ich weiß, dass viele von euch diese Harikaze damals nicht geholt haben, aber inzwischen so eine Art Mythos geworden ist, dieser Dampfer. Viele wollen die Harikaze gerne haben noch, die damals nicht bekommen haben, aber hier ist es eben jetzt die Harikaze 2 und die hat nichts mit dem Schiff zu tun, außer dass wir hier einen Kagero-Rumpf wieder haben, mit dem, was es da vorher gab. Denn aller Voraussicht nach sind hier die Module nicht austauschbar. Das ist zumindest bis jetzt nur bekannt, sagen wir mal so. Ja, wir haben dieses Schiff schon mal gehabt als Test, und zwar unter dem Namen Arashi. Und jetzt soll dieses Schiff halt für die High School Fleet hier in den Hafen kommen. Ich finde, das hat auch wieder leider so ein bisschen den Geschmack, weil Harikaze eben genau diesen Trigger auslöst, so, oh, das ist dieses coole Schiff. Und es ist aber die Harikaze 2, die sich ganz anders fährt. Dieses Schiff hier hat 3 Geschütztürme, 150 mm. Jeder Geschützturm hat ein Rohr. Mit einer Nachladezeit von 5 Sekunden. Die Türme drehen relativ langsam mit 20 Sekunden. Das ist fast schon typisch für Schatzstörer mit so schweren Geschützen, würde ich fast schon meinen. Ein Sigma-Wert von 2.0 wird hier standardmäßig angegeben. Ja, und dann haben wir hier normale HE, normale AP, Brandwahrscheinlichkeit 11% pro Granate. Sonst Standardabprallwinkel bei den APs, so wie ich das jetzt überblicken kann. Dann haben wir hier Torpedos dabei, 10 Kilometer Reichweite, 2 Vierfachwerfer, 21.000 Schaden. Also auf jeden Fall gute Agero-Torpedos, 355%. Also ich sage es nochmal, 355% Wassereinbruchswahrscheinlichkeit, ist so typisch japanisch. Aber weil ich es auch immer wieder unter den Videos lese mit den Kommentaren, dieser Wert ist der Wert, der quasi in die Formel einfließt. Das ist der Rohwert, wenn man dazu sagen möchte. Ne? Umso höher der Rohwert ist, desto höher ist sicherlich auch die Wahrscheinlichkeit am Ende. Aber da gibt es, wie gesagt, Wassereinbrüche, die kommen jetzt nicht einfach automatisch. Deswegen, weil da 355% steht. Dann geht es weiter. Wir haben hier voraussichtlich, Stand heute, 13.300 Trefferpunkte. Erkennbarkeit zu Wasser, standardmäßig 6,6. Wir können hier also runterskillen bis auf 5,4 Kilometer. Und es gibt ja, eine Standardmanövrierbarkeit, wie wir es schon kennen. 35 Knoten, 4 Sekunden Ruderstellzeit, 640 Meter Wendekreis. Verbrauchsmaterialien sind hier dann wohl auch dabei. Schadensbegrenzungsteam, Nebelerzeuger. Und da haben wir 3 Aufladungen. Der Nebel steht 70 Sekunden knapp. Dann haben wir einen Motorboost dabei mit 8% mehr Geschwindigkeit und Hydroakustik, 3 Aufladungen mit einer Reichweite von 5 km für Schiffen und 3,5 km für die Erkennbarkeit von Torpedos. Das ist das, was die Harikaze Stand heute mitbringt. Wie gesagt, es ist alles Work in Progress, es kann sich also noch ändern. Was sich nicht ändert ist, dass World of Warships ab und zu mal ganz gerne Schiffe kopiert, die sie eigentlich schon haben und die dann einfach umbenennen und eine andere Tarnung draufknallen und sagen, das ist jetzt ein neues Schiff. Das ist dann die HSF HI oder wie auch immer sie ausgesprochen wird. Ja, bin ja bei Japanisch nicht so bewandert. Es ist am Ende komplett identisch mit der besten Konfiguration der Kongo. Und jetzt hat die High School Fleet halt da auch ein Schiff. Nachdem wir das ja vorher schon bei, ich glaube, Azur Lane mit drin hatten und so weiter. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schade. Ja, also jetzt ist für mich einfach nicht angenehm. Muss ich ganz ehrlich sagen, dass wir jetzt schon die wievielte Kopie von der Kongo haben. Chat, vielleicht könnt ihr das besser beantworten in den Kommentaren. Gut, und dann geht's weiter. Wir haben noch 2 permanente Tarnungen. Einmal die Musashi hier auf T9, das ist die S120 Tarnung. Wie gesagt, permanent.
Wie man die genau bekommen kann, ist hier aktuell auch nicht genannt. Wir vermuten, dass man sich den Kram wieder kaufen kann oder die Sachen eben aus Containern zieht, wenn man sich irgendwelche Zufallscontainer erspielt oder kauft, je nachdem. Ist eben absolute Vermutung, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und dann gibt es das natürlich auch nochmal für die Yamato, die M119-Tarnung. Auch da wissen wir nicht, wie wir sie bekommen und auch nicht, welche Werte da dahinter stehen. Ob das jetzt Standardwerte sind oder ob man dann zum Beispiel mit einer so einer Premium-Tarnung hier mehr Kapitäns-EP bekommt. Das gibt es ja aktuell schon. Bei der Yamato ist das möglich. Mit der K-Irgendwas-Tarnung die Kapitänsausbildung ein bisschen zu beschleunigen. Und das ist alles, was wir aktuell zur Highschool-Fleet sagen können. Mehr Informationen wird World of Warships sicherlich mit der Zeit dann rausrücken. Gibt es bestimmt bei denen auf dem Portal. Wer sich hier natürlich ganz besonders drüber freut, ja, dem kann man einfach nur sagen, jo, wartet Update 010.3 ab. Wahrscheinlich wird es so sein, dass in Update 010.3 die Highschool Fleet kommt. Wenn ich mir den Artikel so angucke, könnte das so darauf hindeuten. Auch nur meine persönliche Meinung. Ich persönlich werde das Event sicherlich beobachten, aber ich freue mich jetzt nicht ganz besonders darauf. Das ist halt so meine Wahrnehmung der Dinge. Ich hoffe jetzt, dass euch dieses Video sachlich gefallen hat. Wenn es so ist, dann Daumen nach oben lassen, Kanal abonnieren, kommentieren, weiterempfehlen. Dann sehen wir uns im nächsten Video hier auf YouTube oder wenn ihr auf Livestream steht, dann auch gerne bei Twitch. Links zu unseren Social Media Bereichen findet ihr natürlich unten in der Beschreibung. Bis dahin, euer Seekrauts Team, euer Andi. Ciao, ciao.